Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu Part 32 mit unserer lieben Aira und Connor und den vier Kids. Im letzten Part haben wir ein überraschendes Geständnis bekommen von Connors Papa, beziehungsweise was heißt Geständnis? Er hat uns gebeichtet, dass Kriemhilde etwas mit dem Verschwinden von Aeras Papa zu tun hat. Und ich bin super gespannt, was dann noch heute auf uns zukommt und wie Connor und Aira darauf reagieren werden. Wir starten also sofort rein. Viel Spaß! Und da sind wir mit unserer lieben Familie von Bela. Wenn ihr euch daran erinnert, ist im letzten Part ja auch noch der Papa von Connor mit hierher gereist und hat Connor quasi verfolgt, beziehungsweise er hatte ja auch Blessuren im Gesicht, Connors Papa, und Connor hat dann nur zu ihm gesagt, hey bitte, ich möchte nicht, dass Aira oder die Kinder dich so sehen, bitte geh, wir treffen uns später nochmal und werden nochmal drüber reden. Und genau das müssen wir jetzt dann auch unbedingt machen. Aber davor würde ich sagen, müssen wir ihn auf jeden Fall ein bisschen schlafen lassen. Denn er ist ziemlich K.O. und fertig von dem, was er da erfahren hat. Und die beiden Mäusis haben sich gerade umarmt. Wie süß. Was macht er? Ah, das kenne ich ja noch gar nicht. Cute. Er hat seine Hausaufgaben auf jeden Fall schon erledigt. Aira kümmert sich um einen der Babys und sie hat ziemlich Hunger. Haben wir vielleicht noch irgendwelche Reste? Ja, dann nimm die doch mal. Skald schläft, der muss aber ganz dringend pisien. Dann mach doch mal in die Windel. Und Aira, kannst du vielleicht dem lieben Harris beibringen, aufs Klöchen zu gehen? Er hat sich jetzt auch hingelegt und macht ein kleines Nickerchen. Ist auch völlig in Ordnung. Wir haben immerhin ja Sonntag. Jetzt müssen wir gucken, muss Connor morgen arbeiten? Ja, vielleicht wird er sich dann den Tag aber auch einfach mal frei nehmen. Urlaubstag nehmen. Genau, damit wir auf jeden Fall genug Zeit haben, mit seinem Papa nochmal zu sprechen. Und ich bin ja auch echt richtig gespannt, was Aira zu der ganzen Sache sagen wird. Sie kann auch immer noch den Schwangerschaftstest machen. Im vorletzten Part waren sie ja Snowball besuchen und sie hatte dann mit Connor ein Techtelmechtel dort bei ihrer Freundin quasi. Müssen wir mal gucken, ob sie dann tatsächlich jetzt auch wieder schwanger ist, denn die beiden benutzen ja keine Verhütung. Und er lernt jetzt hier aufs Töpfchen zu gehen, während Mami sich aus dem Staub macht, um aufzuräumen. Warum liegen die Mäuse eigentlich immer auf dem Boden, obwohl sie doch hier zwei so schöne Bettys haben? So, Connor hat sich einen Tag Urlaub genommen. Dann isst du doch auch noch was und ja, geh dann einfach schlafen. Rahu ist auch aufgestanden. Der hat auch Hunger. Ach nö, und es ist ja auch das Waschbecken kaputt. Menschenskinder. Aira, bitte kurz mal reparieren. Und dann aufs Klo gehen. Und Harris sitzt immer noch auf dem Töpfchen. Und Aira hat erfolgreich das Waschbecken repariert. Und Harris kann sich ja mal ausnahmsweise dazusetzen und ein bisschen Fernseh schauen. Eike geht soweit ganz gut. Skald ist total müde und stinkt auch. Aira, kannst du ihn vielleicht baden? Und die beiden unterhalten sich hier schön, während sie Fernseh schauen. Harris als Toilettenschnüffler bezeichnen. Das ist auch cool. Tu doch mal einfach lustige Gesichter schneiden. Ihr müssen wir eigentlich auch unbedingt die Windel wechseln. Was macht sie denn jetzt? Du solltest ihn doch baden. Ach nee, das ist Eike. Okay, dann wechsel ihm die Windel. Und dann kannst du auch noch Harris die Windel wechseln. Und dann wird es eigentlich Zeit, dass wir alle mal pennen gehen. Du kannst auch ins Bett. Du machst dir bitte mal in die Windel. Und Aira, geh dann du auch mal schlafen. Und Connor wird jetzt aufstehen, nachdem auch Aira sich schlafen gelegt hat. Und wird jetzt zu seinem Vater reisen. Ich hoffe, dass uns noch jemand die Tür aufmacht so spät. Aber wir werden es einfach versuchen. Und er wünscht sich, der Feind von seinem Vater zu werden. Das verstehe ich nicht. Komm rein. Oh, und sein Papa ist gar nicht zu Hause. Wo ist er denn? Dann reden wir mal mit Panya und
ach, wir machen ihr einfach mal ein Kompliment und dann tratschen wir mit ihr. Ah, wo ist denn das nochmal? Tratsch? Dann tratschen wir mit ihr und dann werden wir sie mal fragen, wo denn unser Papa ist. Und zwar hier. Warte mal, konnte ich nicht gerade nach anderen Sim fragen? Andere Sim? Nach anderen Sim fragen? Hier, Baso. Kannst du mir, hey Panja, kannst du mir sagen, wo mein Vater ist? Wieso ist er denn nicht daheim? Und Panja sagt dann, ja, der hatte irgendwie was Wichtiges zu erledigen und ist deswegen, achso, er ist heiraten. Nee, Schmarrn. Und ist deswegen jetzt ist aus dem Haus gegangen. Ich kann dir ehrlich nicht sagen, wann er wiederkommt. Und Connor wird dann sagen, ja, ist kein Problem, ich warte hier, denn wir haben wirklich was ganz, ganz Wichtiges zu besprechen. Und Panya sagt, ja klar, ist überhaupt kein Problem, fühl dich einfach wie zu Hause. Und Connor wird sich dann auch nochmal mit seinen Halbgeschwistern hier unterhalten, wird mal, wie heißt sie? Die Ute, genau, wird mal Ute fragen, wie es ihr so geht. Und auch mit Tim machen wir mal einen Lehrerwitz und verschönern ihm den Tag. Und Connor wird jetzt mal ein Nickerchen machen, bis sein Vater nach Hause kommt. Ich frage mich ja echt, wo der ist. Wo ist sein Paps hin? Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen, dann rufen wir ihn doch vielleicht einfach mal an. Hey Papa, wo bist du? Ich bin bei dir daheim und du bist aber nicht da. Ich muss dringend nochmal mit dir sprechen. Komm doch bitte nach Hause und Basu schläft? Okay, das ist wirklich sehr weird. Wo pennt er denn? Wo ist er? Sollen wir mal nachgucken, ob er vielleicht bei Kriemhilde ist? Jetzt bin ich aber echt gespannt. Sollen wir hier an die Tür klopfen oder einen Einbruch starten? Also sie sitzt auf jeden Fall hier. Wir werden mal an die Tür klopfen. Und sie geht gerade raus. Oh mein Gott, ist sie schwanger? Moment. Wir gehen mal zu Daniel und fragen ihn mal kurz nach seinem Tag, weil er hat uns ja auch reingelassen und sagen dann, hey Daniel, kannst du mir mal bitte verraten, wo deine Mama ist? Hey Daniel, hast du zufällig meinen Papst gesehen? Und er sagt, ja, ich habe ihn noch nicht kennengelernt, also bei uns ist er auf jeden Fall nicht. Oh mein Gott, sie ist schwanger. Sie ist schwanger. Von wem? Partner Kevin Puri. Okay, puh, ich dachte schon, dass Baso der Papa wäre, aber zum Glück nicht. Aber langsam reicht's Connor auch. Er hat ja im letzten Part gesehen, dass sein Vater Blessuren hatte, dass ihm also irgendwas zugestoßen sein muss. Deswegen wird er jetzt zu Kriemhilde gehen, die sich hier erstmal Essen grillt. Und er wird sich jetzt erstmal grob bei ihr vorstellen, denn er kennt sie ja bisher nur aus Erzählungen. Und sie springt erstmal mitten in der Nacht in den Pool. Und er sagt, hey, ich bin Connor. Sag mir sofort, wo mein Vater ist. Und sie tut natürlich so, als würde sie nichts wissen. Und deswegen werden wir uns jetzt bis aufs Blut mit ihr streiten, weil wir wissen wollen, wo sie unseren Vater hingebracht hat. Denn nur sie kann ja hier die Schuldige sein. Und Kriemhilde ist jetzt so außer sich, dass sie ihn natürlich jetzt hochkant aus der Bude schmeißt. Und Connor hat ja seinen Papa immer noch nicht gefunden. Deswegen wird er jetzt noch einmal nach Hanford-on-Bagley reisen, um zu schauen, ob er zu Hause ist. Connor hat sich jetzt hier vors Fenster gestellt, denn er möchte nicht klopfen. Aber von hier kann er seinen Papa auch nicht sehen. Und deswegen wird er jetzt hier hinters Haus gehen und versuchen, durch das Fenster zu schauen. Aber auch hier findet er seinen Vater nicht. Aber was er findet, ist die Treppe, die hier in einen Keller führt. Und er denkt sich, hä, die kenne ich doch gar nicht. Ich muss unbedingt mal reinschauen. Und unten angekommen, findet er aber eine verschlossene Tür vor. Und er fragt sich natürlich jetzt, was ist hinter dieser Tür? Jetzt ist Panya plötzlich hier unten aufgetaucht, die nicht gerade begeistert davon ist, dass sie ihn hier vorfindet
Und sie wird ihm jetzt auch sagen: Hey Connor, bitte verschwinde sofort hier von unserem Grundstück. Ich möchte nicht mehr, dass du hier einen Fuß hinsetzt. Und aus dem Grund geht Connor jetzt auch nach Hause. Ihm geht es natürlich auch total schlecht und er muss sich jetzt auch natürlich irgendwie bei Aira erklären, wo er die ganze Nacht wieder war. Zu Hause angekommen, rennt er dann erstmal auf die Toilette und er ist durch die Hintertür gekommen. Aber Aira geht gerade ins Bad, um den kleinen Skull zu baden und sieht ihn natürlich. Und sie wird jetzt zu ihm hingehen und wird sich jetzt. Und sie wundert sich jetzt und sagt: Connor, wieso bist du denn zu Hause? Und Connor kommt ihr dann natürlich wieder mit einer Ausrede und sagt: Ja, ich bin schon ganz früh aufgestanden, um in die Arbeit zu gehen und mir geht es jetzt gerade überhaupt nicht gut, deswegen bin ich jetzt nach Hause gekommen. Und Aira glaubt ihm das natürlich. Und damit beende ich den Part auch an dieser Stelle. Was für ein krasses Geheimnis wird da auf uns zukommen? Ich bin echt super gespannt und ich hoffe, ihr auch. Falls ihr eine Ahnung habt, könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren drüber diskutieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Einen schönen Abend. Bye!